In diesem Tutorial möchte ich euch Camera Raw zeigen. In der Bridge oder in der Mini Bridge können wir Camera Raw durch ein Bild, egal jetzt ob im Raw Format oder im JPEG Format, mit Rechtsklick öffnen. Es erscheint ein neues Fenster und das ist gleichzeitig ein Tool Camera Raw. Das kann man auch herunterladen, die neuesten Versionen. Und oben auf der Leiste sehen wir verschiedene Werkzeuge, die es auch in Photoshop so gibt. Zum Beispiel hier das rote Augenwerkzeug oder das Handwerkzeug. Wir haben hier auch einen Bereichsreparaturpinsel oder auch das Rotationswerkzeug. Auf der rechten Seite sehen wir eine Palette verschiedener Einstellungsmöglichkeiten. Hier zum Beispiel Grundeinstellungen in den Farbsettings. Da können wir auch auf automatisch klicken oder mit dem Regler die Farben ein bisschen anpassen, wie es uns gefällt. Die Grundidee von Camera Raw ist es, dass man Bilder, welche von der Kamera direkt kommen, im Rohformat in hoher Qualität bearbeiten kann. Sei es jetzt ein bisschen die Farbkorrektur oder mit dem Bereichsreparaturpinsel ein wenig Retuschearbeit zu leisten. Schlussendlich arbeiten wir non-destruktiv und das ist ein weiterer Vorteil in Camera Raw. Wir können die Einstellung zurücksetzen und können schlussendlich das Bild entweder auf Fertigstellen oder Bild öffnen machen. Wenn wir auf Fertigstellen klicken, dann werden alle Einstellungen gespeichert. Man kann sie wieder abrufen und das Ganze kann man non-destruktiv wieder verändern. Wenn man auf Bild öffnen geht, dann öffnet sich das Ganze in Photoshop. Ich kann hier zum Beispiel einen Weißabgleich machen, ein bisschen in einem Warmton. Wir gehen auf Bild öffnen. Und jetzt öffnet sich das Ganze als Hintergrundebene in Photoshop. Ich würde euch empfehlen, schaut euch das Camera Raw an, geht ein bisschen in die Details und schaut, was man da rausholen kann. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal.